Füße. Wir alle haben sie, wir haben zwei Füße in der Regel, wir achten sie aber gar nicht. Wir wissen nicht normalerweise, dass in den Füßen ganz viel gespeichert ist. Unsere Entwicklung, unser Charakter, die Chancen für die Gesundheit, aber auch die Risiken für Krankheit und Beschwerden. Die Füße können sprechen. Wie sie sprechen können, wird uns die Salzburgerin Karin Meyer in unserem Gespräch erläutern. Liebe Karin Meyer, wir haben mal immer hin und her überlegt, wie soll eigentlich unser Gespräch heißen, und wir haben dann mal notiert als eine Möglichkeit, als die Füße sprechen lernten. Genau. Es gibt auch ein Buch dazu, das zeige ich nachher nochmal, als die Füße sprechen lernten. Ihre Methode, die Sie entwickelt haben, heißt Konversiologie. Es gibt auch etwas, was Käthe-Prinzip heißt. Wir brauchen diese Einzelheiten und diese Spezialnamen im Moment nicht. Ich möchte darauf kommen, was ist es, was Sie entdeckt haben, was Füße uns mitteilen, was man bisher nicht so gewusst hat? Da habe ich selber sehr lang gebraucht, dass ich das überhaupt so erfassen kann, dass das tatsächlich so ist, wie es ist. Und zwar, das Skurrile an dem Thema ist, dass die Füße mit unserem Alltagsverhalten reagieren. So wie der Mensch lebt, so wie er denkt und liebt, so wie er sich ernährt, so wie er sich bewegt, das alles steht in unmittelbarem Kontakt mit bestimmten Zonen am Fuß. Ich hätte geglaubt, das sind die Fußreflexzonen, aber weit gefehlt, das waren es nicht. Es sind nicht die Fußreflexzonen, die bekannt sind von der Hanne Marquardt, das ist eine ganz berühmte. Genau. Aber das sind sie nicht, nein. Sondern ich zeige mal eben, ganz im Groben, nicht zum Nachvollziehen, das Buch heißt ja, als die Füße sprechen lernten. Und in diesem Buch haben Sie unter anderem einmal Zonen für die emotionale Ebene und die körperliche Ebene dargestellt. Das sind also andere Zonen. Sie haben also entdeckt, Achtung, an den Füßen gibt es Zonen, die sind nicht die Fußreflexoren. Ganz genau. Und jetzt habe ich die Deutungszonen genannt. Weil, Deutungszonen. Genau, weil die Fußreflexzonen, die reagieren auf Druck, das kennt man ja. Nur die Deutungszonen, die reagieren rein auf sich. Das heißt, man sollte bloß ablesen und dann weiß man schon, wie es um einen bestellt ist. Ist das Ihr Ernst? Nachher werden wir es gleich mal ausprobieren. Nehmen wir mal an, das wäre mein Fuß. Das heißt, Sie könnten einen Fuß ansehen mit Ihrer Erfahrung inzwischen und sagen, ich sage jetzt mal, weil hier ein bisschen röter ist oder hier eine Erhöhung ist oder es hier sehr tief reingeht oder wie auch immer. Genau. Wer was verbergen will, darf Ihnen nie die Füße zeigen. Der soll mir nie zu nahe kommen. Muss immer in Gummistiefeln zu Genau, so wie meine Tochter. Die sitzt mittlerweile mit dicken Socken verpackt und mit Handschuhen auf der Couch neben mir. Also das heißt, Sie sehen es an den Händen auch? Ja. Ein bisschen. Gut, zurück zu den Füßen. Was für Deutungszonen gibt es? Was kann man sehen? Warum eigentlich? Grundsätzlich ist es so, die Deutungszonen, die es da gibt, die habe ich jetzt eben eingeteilt in die emotionalen Deutungszonen und in die körperlichen. Es ist wichtig, beides immer in einem Zusammenhang zu sehen, weil der Mensch kann gar nicht sich so distanzieren von emotional und körperlich. Das fließt einfach alles zusammen. Und mein Job ist eigentlich der, aufzuzeigen, wo ist der Mensch aus der Balance. Ist er emotional aus der Balance oder rein von seinem Alltagsverhalten, rein von der Ess- und Trinkkultur, Bewegung, Therapiemaßnahmen und so weiter. Und mein Job ist jetzt nicht der, praktisch so Diagnosen zu stellen, da gibt es andere Spezialisten, ist nicht mein Thema, sondern ich sehe mich eher mit den Deutungszonen so als Prophylaxe vor der Prophylaxe. Weil ich denke, wenn jemand bei der Prophylaxe irgendwo dann eine Diagnose kriegt, ist ja eh keine Prophylaxe mehr. Das ist ein interessanter Ansatz. Das heißt, Sie sagen nicht, ich bin medizindiagnostisch, medizintherapeutisch unterwegs. Nö. Ich bin auch nicht diagnostisch oder psychologisch therapeutisch unterwegs, sondern ich fange viel früher an. Genau. Weil ja die Deutungszonen schon Jahre zuvor reagieren. Die Organe und unser Denken, unser Kleinhirn und unser Großhirn, steht mit diesen Deutungszonen ganz eng in Verbund. Und die Reaktion der Füße ist innerhalb 48 Stunden bereits gegeben.
Das heißt, man kann sofort einhaken und man kann sofort Maßnahmen setzen. Das heißt ja eigentlich, dass Sie damit auch ein Stück Selbstermächtigung und Selbstverantwortung geben, verlangen, dazu einladen, wie immer Sie es nennen wollen. Genau, absolut. Ohne Selbstverantwortung würde es gar nicht gehen, weil ich bin ja eher der, der sagt, was der Mensch optimieren sollte zu seiner Gesundheit. Machen und tun darf er dann selber. Muss er selber. Sie sagen freundlich, darf er selber. Wenn er was ändern will, muss er was selber. Ja, das ist tatsächlich so. Hilft ja so. Nichts, da müssen wir dann schon mal sagen, muss. Das Interessante an meiner Methode ist nämlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand immer, ich sage jetzt einfach, Sodbrennen hat, ist egal. Ja. Und die Diagnose geht aber ins Leere. Jetzt kriegt er entweder Medikamente und er findet sich damit ab, oder er sucht nach der Ursache. Dadurch er keine richtige Diagnose jetzt kriegt, weil niemand weiß ja, woher das kommt. Es ist ja nur die Diagnose, dass er etwas hat. Das heißt, es ist ja nur sein Problem, wird mit einem lateinischen Namen versehen. Bringt dem Menschen ja selber nicht recht viel weiter. Und die Deutungstonnen, die würden jetzt aber zeigen, wo ist denn wirklich der Kasus Knaxus? Wo ist wirklich die Ursache für sein Beschwerdebild? Und das kann genauso an den Zungendrüsen liegen. Das kann genauso sein, dass irgendwo die Speiseröhre eine dermaßen starke Kraft entwickelt, dass sich der Magendeckel jetzt nicht schließen kann und so weiter. Und deswegen Magensäure nach oben kommt oder so? Genau, aber da Konversiologie geht ja viel mehr ins Detail. Das heißt, meine Arbeit ist die, den Zellmüll zu ermitteln, und mein Job ist der, die Zellkraft zu ermitteln. Zellmüll ermitteln und dann Vorschläge machen, wie man den los wird? Genau. Und Zellkraft, wie man die stärken oder nutzen oder aktivieren kann. Genau, genau. Und die beiden in der Kombination ergibt das Unwohlsein. Das heißt, wenn ich jetzt den Zellmüll hernehme, bereits die Hildegard von Bingen hat sich mit Körpersäften auseinandergesetzt. Und ich habe nur dem Wissen von der Hildegard eins draufgesetzt, nämlich es gibt schleimige Konsistenzen, giftige, basische oder säurelastige. Also vier Konsistenzen. Genau. Sagen Sie die nochmal, weil man die nicht so schnell mitbekommt. Sauer, basisch, schleimig oder giftig. Gibt es dafür Beispiele? Können Sie da ein Beispiel sagen, was schleimig ist oder was giftig ist oder so? Das bezieht sich jetzt in alle Säulen. Das heißt, schleimig ist jetzt zum Beispiel nur jemand, der gern zu Lebensmitteln greift, die in Zuckerschleim umgewandelt werden. Und sich zusätzlich zu wenig bewegt, sodass die Lymphaktivität zu zäh ist, praktisch, und den Körpermüll ständig wie eine zähflüssige Lava durch den Organismus schleift. Aha, das ist ein sehr anschauliches Bild. Was wäre bei giftig? Einfach das, was noch ein bisschen... Giftig, da wird das Nervenkonstrukt, die Nervenummantelung dementsprechend schon rissig, porös, verletzt, dadurch entstehen irgendwelche... Allergien vielleicht? Nein, das wäre eher Sauerbase. Ah, ja. Aber giftig ist, der Mensch wird Restless Legs haben oder alles, was so in die emotionale Unruhe, Nervosität, Hyperaktivitäten... Na, um Himmels Willen, ich war ja als Kind hyperaktiv. Herr Jemine, schade, dass ich Ihnen da nicht begegnet bin. Das ist ja. Sie haben also etwas eigentlich, ich habe mir das vorher mal notiert im Vorgespräch, Formen, Farben und Linien der Füße bilden die von Karin Meyer entdeckten und laufend weiterentwickelten Deutungszonen. Korrekt. Diese sind nicht nur für die Optik des Fußes samt deren Veränderungen ausschlaggebend, an ihnen sind die Konstitution sowie die aktuelle und langfristige körperlich-emotionaler Verfassung klar erkennbar. Ich musste das vorlesen, weil das wirklich, wie wir ja besprochen haben, wirklich das zum Ausdruck bringt, was Sie machen. Bevor wir noch auch über ein Produkt sprechen und möglicherweise noch was uns andere Sachen anschauen, diese Methode haben Sie gefunden, entwickelt, und Sie geben sie jetzt weiter, oder nicht? Sie vermitteln sie, an wen vermitteln Sie, in welcher Form? Sind das Seminare, sind das Wochenendkurse, was ist das? Im Grunde genommen ist das ein
eigener Lehrgang. Mhm. Konversiologie, sprich, hat einen eigenen Gewerbeschein in Österreich jetzt einmal bewirken können. Und Sie haben eine eigene... Also sozusagen, Sie sind nicht Übersetzer und Sie sind nicht Layouter oder Grafiker, sondern es gibt wirklich ein eigenes, so ähnlich wie es Energetiker gibt in Österreich. Konversiologe ist ein eigener Berufsstand sozusagen. Genau, aber das nennt sich nicht Konversiologe, sondern Konstitutionsermittlung. Ah ja, gut, Konstitutionsermittlung ist ja auch ein gut, schönes, klares Wort. Klar. Ja. Und ich habe begonnen, ja die Ausbildungen in Österreich zu starten. Und eben mit diesem eigenen Gewerbeschein. Und mittlerweile ist aber das Interesse aus den Ländern so groß, aus Deutschland extrem groß, aus der Schweiz genauso. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, warum nicht? Und da bieten sich natürlich die Heilpraktiker und die Ärzte extrem gut an, weil die natürlich von der gewerberechtlichen Situation das Berufsbild ausüben dürfen. Ah ja, man muss ja das alles juristisch bedenken. Ja, und was sind das für Lehrgänge? Wie lange dauern die? Wie viele Menschen nehmen teil? Wo finden die statt? Normalerweise bilde ich immer nur kleine Gruppen, nicht mehr wie 20 Leute, weil es soll ja jeder bestmöglich profitieren und du musst ja die Sicht trainieren, du musst ja dein Auge schulen. Also aneinander gegenseitig die Füße möglichst gewaschen vorher. Ich habe sie übrigens gewaschen, meine Füße. Okay, toll. Aber wäre kein Problem. Seit 18 Jahren schaue ich die Fussel an. Das wäre aber kein Problem. Sie haben sozusagen eine emotionale und visuelle Hornhaut entwickelt diesbezüglich. Genau. Und ich lehre das in modulweise. Die Lehrgänge sind modular aufgebaut, wo man die emotionale Sichtweise lernt, die körperliche lernt, wo man aber auch die Empfehlungen dazu lernen muss, welche Bewegungen für welche Körperflüssigkeit, welche Kräuter für welche Körperflüssigkeit, was tonisiert, was sediert, das ist ja wichtig zu wissen. Wie lang sind diese Module und wie viele Module bräuchte man, wenn man das... Es sind vier Module und die dauern 3 bis 4 Tage am Stück. Mhm. Über einen Zeitraum von einem Jahr, weil du musst ja wieder selber viel trainieren in der Zwischenzeit. Gut, das ist also eine relativ solide oder richtig systematische und solide Ausbildung. Ja, Sie haben gesagt, es kommen wohl vor allem Menschen aus Heilberufen, die schon eine amtliche Zulassung bei sich, wo sie arbeiten, haben, damit keine juristischen Probleme sind. Und sie kümmern sich also darum, dass man dann es erkennt, dass das Sehen des Fußes überhaupt erkannt wird. Und dass man dann aber auch erfährt, im Verhältnis zu den vier Körpersäften und deren Konstitution, was kann man machen, um zu harmonisieren oder auszugleichen. Genau, das ist wichtig, weil genau um das geht. Weil dadurch wird ja das subjektive Wohlbefinden erst wieder reguliert. Das machen Sie seit wie vielen Jahren? Seit 18. 18 Jahren? Da haben Sie angefangen, als Sie 12 waren. Das ist ja interessant. Danke, weil die Faltencreme wirkt. Das ist ja interessant, dass Sie mit 12 schon angefangen haben. Aber, liebe Frau Meier, das ist ja eine unglaubliche Erfahrung, die Sie haben. Und ich muss deswegen und möchte und muss noch mal das Buch hochhalten. Ich sage ganz ehrlich, ich habe vor unserem Gespräch von Konversiologie noch nie gehört, dabei kenne ich relativ viele Methoden. Ich habe das noch nicht gehört. Ja, ist keine Bildungslücke. Und finde es ganz spannend. Ist das einzige Buch? Schreiben Sie an einem zweiten? Ja, es ist so. Das ist ja wirklich interessant. Und das ist ja auch nicht so, dass es einen überfordert. Es sind 140 Seiten. Wobei ich hübsch finde, dass Sie hier, haben Sie ein Herzerl. Ich weiß nicht, was das ist, welche Pflanze das ist. Dann haben Sie da die Füße. Und Sie haben hier unten, ich weiß nicht, ist das Wasser? Das sind die Lebensmittel. Das ist die Lebensmittel, und was ist das? Keine Ahnung, das hat sich der Grafiker einfach so eingebildet, das ist das Zeichen der Kräuter praktisch. Ja. Ja. Aber ja, es ist gerade ein zweites Buch im Entstehen. Das denke ich mir, ich bin doch medial, ich habe es ja gespürt bei Ihnen schon. Weil die Methode sich natürlich ständig weiterentwickelt. Ja. Es geht gar nicht anders. Auf die Idee des Schreibens bin ich eigentlich gar nicht selber gekommen, weil ich glaubt habe, dass ich die Zeit nicht habe. Das wollten Kunden von mir.
weil die gesagt haben, du erzählst mir immer was anderes. Jedes Mal, wenn ich komme, ist da irgendwas anderes, kannst du das nicht als Buch einmal schreiben. Eben. Na okay, ja. Ich finde das spannend. Ich habe jetzt hier mal aufgeschlagen, Sie haben ja auch ganz konkrete Vorschläge, weil Sie ja auch über Ernährung kurz angesprochen haben. Sie haben sogar Kochideen zum Gewichtshalten. Erste Woche, erster Tag und so weiter. Und dann geht das so dahin. Also mit ganz konkreten Vorschlägen, was kann man machen? Das heißt, offenbar haben Sie im Blick, ich möchte erkennen können. Und Sie haben, glaube ich, sogar ein Bild mitgebracht, wo jemand gesagt hat, was war das für ein Fall? Was ist in diesem Bild? Warum hat diese Dame, warum sehen wir deren Füße gar nicht? Warum ist sie da noch im... Ja, das ist total witzig gewesen. Ich war bei einem Vortrag in München und im Anschluss an solche Vorträge ist immer ja, so üblich, so Blitzanalysen vorzunehmen. Ja, einfach damit es anschaulicher genau, wird, damit man genau, weiß. Genau, seine Demonstration. Und da dürfen die Menschen drum in der Traube drum herumstehen und dürfen genau. ein bisschen miterleben. Ja, ne? ganz ja. genau. Und eine Dame wollte unbedingt diese Fußanalyse haben, aber sie wollte halt die Strümpfe nicht ausziehen. Und jetzt hat sie sich auf die Liege gelegt und hat gesagt, Frau Meier, Ihnen macht das aber sicher nichts aus, durch die Strümpfe zu schauen. Wieso? Aber kann man normal auf die Strümpfe schauen? Also, das ist ja merkwürdig. Nein, gar nicht. Normalerweise würde ich eine Lupe brauchen, um ja. wirklich exakt ins Detail gehen zu können. Aber ich habe dann einfach gemerkt, sie geniert sich, ihre Füße zu zeigen. Aha. Und jetzt habe ich halt mein Bestes gegeben, den Röntgenblick aktiviert. Aha. Dann werde ich Sie jetzt doch bitten... Oh Gott, unsere lieben Kameramenschen sind das ein bisschen überrascht. Das ist aber nicht wahr, wirklich. Doch, das ist jetzt wahr. Und ich ziehe aber meine Sache aus. Ich habe es heute ganz gründlich gewaschen. Also, das ist das erste Interview seit 80 Jahren. Ich muss es jetzt selber noch mal festhalten. Ja, genau. Sie dürfen meine Füße, ich meine, Sie haben auch das Copyright darauf, wenn Sie jetzt meinen Fuß in irgendeiner Form veröffentlichen, das dürfen Sie. Ich schäme mich nicht. Toll. So schier sind die Füße nicht und sie sind ja auch sauber. Lupe habe ich aber jetzt keine mitgebracht. Das brauchen Sie nicht. Das reicht, wenn Sie mir ungefähr sagen, wie ich mein Karma auslösche. Das reicht schon, was ich essen muss, damit mein Karma ausgelöscht wird. So, mein Lieber. So. Oh Gott, was machen Sie denn jetzt? Jetzt wird das einmal. Das sieht ja aus, als ob ich schon im Mortuarium sitze und an meinem großen Zeh schon dran steht, in welches Grab ich verschaufelt werden soll. Ich muss es jetzt für die Nachwelt festhalten, weil das glaubt mir kein Mensch. Danke vielmals. Wobei es so witzig ist, ich wohne in Großgmain, nicht weit weg genau. von Salzburg und hier lernen wir uns überhaupt erst genau. kennen in Leipzig. Genau. Es geht praktisch darum, die emotionale und körperliche Ebene zu erfassen, generell. Okay. Und es reicht, ein Fuß reicht, nicht, weil mir sonst zu also, kalt wird. Ja, in diesem Fall. In diesem Fall ist das okay. Ja. Die emotionale Ebene, die richtet sich immer nach der Form, nach ja. der Farbe und ja. nach den diversen Linien. Gut. Und wenn man jetzt das nur an diesem Fuß so vergleicht... Ich tue deswegen den Fuß etwas so hin, damit der Kameramann es auch eventuell sieht. Ja, ja, klar. Dann sieht man eben hier eine relativ starke Faltenbildung. Und also ich schaue nicht die Gesichtsfalten an, sondern gut. mir sind die Falten ja, am Fuß viel wichtiger. Also gut. Und speziell in diesem Bereich heißt es im Grunde genommen, dass Sie... ganz früher so von ihrem Heranwachsen her extrem kopflastig immer gewesen sind. Mhm. Im Laufe der Zeit hat sich aber so Ruhe eingekehrt, sie sehen die Dinge einfach schon ein bisschen easier. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, kommt mit dem Alter. Ja. aber nein, das ist immer eine Konstitutionssache. Sie dürfen uns alles sagen, was Sie sehen. Müssen nicht denken, ich muss höflich sein oder irgendwas. Ja. Ich bin da ganz... Ja, ja, ist klar. Ganz entspannt. Sie hatten eine relativ gute Unterstützung von Ihrem Elternhaus aus praktisch. Mhm. Ja. Und Sie haben gelernt, sich selber einzubringen. Sie haben gelernt, praktisch selber die Ziele konsequent zu verfolgen. Richtig. Die quasi Erfolg ist Ihnen wichtig gewesen. Alles so relativ straight. Eine gute Work-Life-Balance zu haben, das ist Ihnen schon immer ja, wichtig ja, gewesen. Richtig. Rein emotional ist das jetzt nur. Rein die körperliche Ebene, jetzt ohne Lupe, wäre das so, dass Sie im Grunde genommen zu Lebensmitteln neigen,
würden Sie den Fuß einmal ganz locker lassen? Okay, ich versuche so locker wie möglich. Ja, okay. Zu Lebensmitteln neigen, die jetzt nicht ständig mit in so eine extreme Völlerei gehen, den ganzen Tag dahin futtern bis zum Exzess, das würde ich überhaupt nicht erkennen. Mhm. Bei Ihnen geht es eher jetzt darum, dass die Organtätigkeit generell, und das würde man hier in diesem Bereich so sehen. Ich hoffe, dass der Kameramann das auch sieht. Es sind hier eben keine Falten zu erkennen. Mhm. Das weist darauf hin, dass Sie vom die Lebensmittel, die Sie konsumieren, da hat der Magen nicht viel Arbeit. Ich bin seit 1. April 1975 Vegetarier. Okay. Ich habe 28 Jahre lang auch keinen Fisch gegessen und keine Eier und keinen Alkohol getrunken. Mhm. Jetzt seit 10, 12 Jahren esse ich aber wieder Eier und trinke auch Alkohol und esse ab und zu Fisch. Das ist mega okay, weil jetzt rein von meiner Sicht der Körperflüssigkeiten wäre das so, dass man erkennt, dass eben ganz früher so von ihrem Heranwachsen her im Schnitt eher mehr die Säure dominiert hat. Absolut. Das heißt, alles, was so gesalzen, gebückelt, gut geschmackig, wie der Österreicher sagt halt. Ja. Das wurde minimiert und ist aber nach wie vor in einer guten Mitte. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt die nächsten 20 Jahre wieder ganz normal... Nee, ich neige aber zu Schokolade und Süß. Das würde ich dann am anderen Fuß erkennen. Drum haben Sie mir den Fuß gezeigt. Sehr gut. Okay. Aha, sehr gut. Dann muss ich jetzt in Zukunft immer, darf ich nur den rechten Fuß zeigen. Gut. Wenn Sie jetzt zur Analyse kommen würden, ja, dann würde ich sagen, absolut weiter so, total in der Harmonie. Ich würde Ihnen bloß raten, für die Gehirnflüssigkeit Kräutlein zu nehmen, aber keinen Tee zu trinken. Sie wären zum Beispiel jetzt überhaupt kein Teetyp. Ah, das ist interessant. Ich habe trotzdem, häufig trinke ich Tee. Ich trinke aber nicht mehr als eine Tasse, in der Regel eine Tasse Tee am Tag. Ja, maximal eine Tasse Kaffee und maximal einen Kakao. Weil ich mir überlege, dass ich nichts machen will, wo es zu viel ist. Genau, allerdings tue ich mir in meinen schwarzen Tee ab und zu etwas Medizin hinein, in Form von Whisky. Medizin, ja, genau. Das ist Medizin. Ist okay. Ja, weil Sie sagen, Sie würden Kräutlein empfehlen. Deswegen erlaube ich mir, mal das hier herzuzeigen. Sie haben hier eigene Kräutersprays oder Kräuter, das erklären Sie sicher gleich, gemacht. Sie haben eins mitgebracht. Ja. Was haben Sie für Dinge selbst entwickelt, um eben diese Balance noch zu unterstützen? Mhm. Wir zeigen hier eines. Ja, genau. Es geht praktisch darum, ich kenne sehr viele gute Präparate am Markt, Nahrungsergänzungsmittel, Homöopathie, egal in welche Richtung. Und ich habe herausfinden dürfen, dass die Qualität dieser Lebensmittel, dieser Kräuterpräparate sich extrem positiv an diesen Deutungszonen zeigt. Ach so. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwelche Kräuterpräparate nehmen würden, dann sieht man am Magen, am Darm, Blase, Niere, Urogenitalapparat, dass Sie eben halt gute Einflüsse haben. Können Sie ein oder zwei Kräuter nennen? Das muss nicht für mich sein, sondern allgemein. Also ganz wichtig ist mir immer Blutwurzextrakt, ganz wichtig ist mir Käsepappelextrakt. Eine große. Was macht Blutwurzextrakt oder Käsepappelextrakt? Denn ich habe vorhin, das ist ja ein Mundspray, das habe ich vorhin probiert und war zunächst mal etwas verblüfft. Was macht das Gutes? Naja, es ist so, sehr viele haben eine belegte Zunge. Ja, das habe ich zum Beispiel. Oder ich habe eine zerklüftete Zunge. Oder ja, genau. Und jetzt geht es darum, bitte nicht mit dem Schaber anrücken. Ja. Weil sehr viele Menschen machen das einfach, weil da wird die Zungenmuskulatur und die Papillen, die da drauf sind, einfach bis sie an der Oberfläche beschädigt. Ja, das glaube ich. Das hat ja eine Ursache, dieser Belag. Und der Blutwurz geht dieser Ursache quasi ans Messer und desinfiziert und reinigt einfach mal. Und die Ursache ist, dass nämlich der Mageneingang und die der Klebstoff, der in den Zungendrüsen ist, diesen Belag macht. Wenn Sie jetzt da drauf sprühen, dann werden die Zungendrüsen praktisch wieder freier. Die Speichelproduktion fließt wieder besser, es bildet sich kein Belag. Und das wirkt sich halt dann auch positiv auf den Mageneingang aus.
Also das heißt, in diesem Fall und in vielen anderen Fällen geht es Ihnen zum Beispiel darum, dass der Fluss der Flüssigkeiten in uns, die von Drüsen, von der Lymphe und so weiter bewegt werden, dass dieser Fluss leichter wird, harmonischer wird, genau, in sich ausgewogener, also weder zu sauer noch zu basisch, genau, weder giftig noch schleimig wird. Ein Ideal wird es wahrscheinlich nie geben, weil man immer so ein bisschen da so da. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Ja, widersprechen Sie mir gerne. Wir wollen ja was lernen von Ihnen. Eigentlich schon, weil im Grunde genommen geht es ja darum, gar nicht jetzt auf Schoki zu verzichten oder gar nicht auf ein Bier zu verzichten. Das ist ja nicht notwendig. Nur es geht darum zu wissen, wo ist meine Balance? Wie weit kann ich gehen? Zu welcher Zeit kann ich gehen? Das ist interessant, dass Sie das sagen mit der Uhrzeit. Ich weiß, dass ich zum Beispiel am Abend Tomaten, Emmentaler Käse und Nüsse wie Walnüsse mit der Schale dran und so weiter nicht essen kann. Da kriege ich Belag. Aber vormittags geht es. Genau, weil abends gehen Sie mit dieser relativ beanspruchten Magenmuskelaktivität in die Nachtruhe, wo aber der Magen keine Aktivität mehr übernimmt. Ah, das heißt, eigentlich ist das Gefühl, was ich hatte, und manche wundern sich dann, warum ich sage, am Abend esse ich zum Beispiel auch bestimmte Salate nicht mehr. Mhm. Eigentlich würden Sie sagen, Mensch, man soll da schon drauf hören, was der eigene Körper ihm signalisiert. Und absolut, auch die Uhrzeit oder auch die Tageszeit kann sich auswirken, mhm, ob man etwas isst oder trinkt, genau, oder nicht. Genau, die Anweisungen, die Empfehlungen, die ich nach der Erstanalyse gebe, sind extrem zeitabhängig. Das heißt, es ist wichtig, wie lebt der Mensch nüchtern, mhm, was isst und trinkt er nüchtern, wie viel Stress hat er schon nüchtern oder raucht er sogar nüchtern. Mhm. Ich habe Gott sei Dank nie geraucht. Nein, das, da habe ich ein Glück. Genau. Genauso wichtig ist, wie verhält sich der Mensch zwischendurch, das heißt am Vormittag, am Nachmittag, was sollte er mittags tun. Aha. Das ist wichtig, weil je nachdem arbeiten die Organe und je nachdem kannst du den Körper in Balance bringen. Steht das in diesem Buch drin oder im nächsten Buch erst? Das steht leider im nächsten Buch drin, das habe ich da noch nicht gewusst. Ah, das ist aber schön, dass Sie das so offen sagen, ja, dass Sie auch dabei sind, immer weiter, ja, sich zu entwickeln. Natürlich, und weil es kommen neue Lebensmittel auf den Markt, es gibt neue Zivilisationskrankheiten, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Weil Allergien, die was zum Beispiel? Allergien zum Beispiel, ja, gibt es nicht, Unverträglichkeiten gibt es nicht. Naja, inzwischen, wissen Sie, ich war jetzt vor kurzem hier im Lokal, ich glaube in Auerbachs Keller in Leipzig, da ist vorne am Eingang ein so dickes Buch, mhm, ich übertreibe nicht, mhm, welche Allergene in welchen, mhm, da denke ich mir, mhm, also Freunde. Allergien gibt es nur, wenn die Magenmuskulatur nicht imstande ist, mit den konsumierten Lebensmitteln umzugehen. Neulich ist eine Mutter mit ihrer 12-13-jährigen Tochter zu mir in die Praxis zur Erstanalyse gekommen, weil bei dem Mädchen ist eine Fructoseintoleranz diagnostiziert worden. Und die haben jetzt tatsächlich sämtliche... Fructose heißt Fruchtzucker. Genau, mhm, genau, die haben jetzt tatsächlich sämtlichen Fruchtzucker weggelassen. Und ist sie auch kein Obst mehr demnach? Nö. Und die Mama hat aber dann gesagt, das kann es nicht sein. Ja. Ja. Es ist ja also, dass normal, man keine Äpfel und Birnen mehr isst oder keine Marillen, ja, klar, oder das Zwetschgen mehr isst, ist ja ein Schmarrn. Genau, das sehe ich also. Und die Analyse hat dann einfach ergeben, dass das Mädchen deswegen so eine überversorgte Magenmuskelaktivität, mhm, gehabt hat, weil die jeden Tag abends vor dem Schlafengehen oder sogar im Bett eine halbe Tafel Schoki konsumiert hat. Das heißt, der Magen, der ist so dermaßen verklebt gewesen. Aha. Die Zungendrüsen waren dermaßen so verklebt, dass wenn jetzt so Obst konsumiert wird, was eher radikaler Fruchtsäure aufweist, kommt es zu einer sofortigen Explosion, sowohl im Mundbereich, sowohl aber auch im Magenbereich, dass eben Durchfallgefahr, Hautausschläge, Pusteln in der Zunge kommen können praktisch. Und bei dem Mädchen war das so. Und das ist doch mega arg, wenn ich jetzt sage, bitte isst kein Obst mehr, weil das verträgst nicht. Aber eben diese... Und war das Mädchen in der Lage zu sagen, ich esse die halbe, jo, Tafel Schokolade am Morgen und nicht am Abend? Genau, wir haben ausbalanciert. Das Mädchen ist einen Deal eingegangen. Oder die echten Mozartkugeln vom Fürst gegenüber, genau, von Tomaselli. Genau. Die isst du bitte nur eine und nicht drei am Tag. Genau, genau. Oder anders aufgeteilt. Ja. Frau Meier, ich möchte noch mal auf zwei, drei andere Aspekte eingehen.
auch wenn wir jetzt nicht keine Diagnose und Analyse machen können, wenn jemand zum Beispiel Hühneraugen hat oder teilweise haben ja manche Menschen Verformungen der Zehen, wo es so ganz weggeht, teilweise aufgrund von solchen Schuhen, häufig bei Frauen, aber nicht nur. Ist das auch ein Analyseanhaltspunkt, oder, weil man den ja gar nicht ohne weiteres wegkriegt, in Anführungszeichen. Das ist richtig, ja. Weil oder Überbein und solche Sachen. Also ich meine, solche doch eher handfesten und auch Laien sofort sichtbaren Belastungen der Füße. Genau, man muss sich das so vorstellen, je intensiver die Deformierung des Fußes, desto intensiver und oder über einen längeren Zeitraum andauernd hat die Deutungszone schon ein Problem. Und man muss in die verschiedenen Richtungen eingehen. Man muss jetzt zum Beispiel so eine Art Fußschiene tragen. Man sollte Therapiemaßnahmen machen. Man sollte die Körperflüssigkeiten in Erwägung ziehen, weil wenn das alles in Balance ist, schmerzt zumindest dieser Hallux nicht. Ah ja. Ich meine, wenn ich jetzt drauf schaue, hier die emotionalen und die Körper, haben Sie es so, dass der linke Fuß die körperliche Ebene ist und der rechte emotionale oder umgedreht? Nö, gar nicht, das ist total vermischt. Ach, an beiden sieht man beide. Genau, und warum haben Sie denn gesagt, dass Sie meine Schokolade nur am linken Fuß sehen? Ja, weil Schokolade ist Ausnahme. Ah, Schokolade ist Ausnahme. Schokolade ist ja auch vegetarisch, aber gut. Also, aber wenn ich nämlich, weil Sie über Deutungszonen gesprochen haben, weil das vielleicht, auch wenn man es nicht im Einzelnen jetzt anwendet, doch interessant ist. Sie haben ein Allergiezentrum, ein Körperflüssigkeitenzentrum, Lymphbelastung, Lebensmittelunverträglichkeit, Prostatafragen, Magenschleim, Bauchspeichel, Herzstatus. Sie haben Finanzen, Sexualität, witzig, die zusammen. Das sei jetzt dahingestellt. Aber jetzt muss ich lese nur noch mal vor, aber da will ich noch mal zurückkommen. Sie haben hier nicht hinsehen wollen, Stressfaktoren, aufgestaute Gefühle, Pessimismus und so weiter, Hinunterschlucker, Kümmerer. Aber wie gesagt, meine ich, Sie haben eine Deutungszone, die heißt Finanzen, Sexualität. Wie kommt es denn, dass... Wie sind Sie denn da? Ich meine, das muss ja durch Ihre Erfahrung mit Menschen gekommen sein. Ja, klar. Das haben Sie sich ja nicht ausgedacht. Nö, das ist gewachsen. Das heißt, Finanzen und Sexualität haben zumindest in dieser Sache sehr viel miteinander zu tun. Hat mit Macht zu tun. Mit Macht? Mhm. Weil die Streben nach Macht, die Streben nach dominieren wollen, ist in beiden Richtungen gleich stark. Und haben Sie denn was für Herzensliebe oder Seelenliebe? Gibt es da auch eine Zone? Selbstverständlich. Wo ist die? Die wäre hier. Aha, doch eine große Zone. Aber das habe ich vorher nicht gesehen. Nee, da steht aufgestaute Gefühle, aber genau. Wenn es eben in Harmonie ist, muss man es in der Polarität... Die Deutungstonen muss man ja kombinieren in sich. Da spielen dann die Zehen wieder eine große Rolle in Kombination mit den Ballen. Das ist ja, Konversiologie ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Total spannend, wenn die, als die Füße sprechen lernten. Ja, aber man muss diese Sprache auch verstehen können, lesen können, deuten können, das können Sie. Ich will noch mal ganz praktisch fragen, wo halten Sie denn Ihre Seminare ab und gibt es außer Seminar denn auch Vorträge oder Abende? Grundsätzlich ja. Es gibt sehr viele Vorträge, die stehen dann immer auf meiner Homepage drauf. Und wo finden die statt? In Salzburg oder auch außerhalb? Generell, die in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Ach so, das heißt, Sie werden schon an verschiedenen Stellen hin? Oder auch jetzt in Berlin sogar, in 3 Wochen in Stuttgart, in 4 Wochen. Also Sie sind an verschiedenen Orten. Wer lädt Sie da ein? Was sind das für Veranstalter? Sind das Heilpraktiker oder Schulen? Ja, das ist total unterschiedlich. Das sind Institutionen, Gesundheitsinstitutionen oder Heilpraktiker oder Gesundheitsverbände. Egal, ob jetzt der Hildegard von Bingen-Verband oder Kneipp oder wie auch immer. Genauso aber schließen sich dann sehr viele Privatpersonen zusammen. Und sagen, wir laden die Frau Meier mal ein. Genau, die laden mich dann ein, egal ob zu einem Vortrag oder zu Art Analysetagen. Da werde ich für einen Tag in Deutschland gebucht. Und im Stundentakt nehme ich dann an den jeweiligen Personen die Analyse vor. Aha. Und Sie machen also diese Abende, Sie machen diese, ich nenne das mal Demonstrationen oder diese Analysedemonstrationen, auch die Seminare. Kommen Sie denn noch dazu, Einzelberatung bei sich
in Salzburg auch zu machen oder ist das zu? Oder haben Sie auch schon Menschen ausgebildet, so Trainer oder ich weiß nicht, wie man das nennt, die Ihre Methode so gut erlernt haben, dass Sie sagen, da kann ich mit gutem Gewissen empfehlen, dass man dorthin geht? Genau, das gibt es natürlich auch. Das ist ja mein Ansinnen. Der Markt ist einfach so groß, das Interesse, das steigt von Jahr zu Jahr, weil die Menschen viel offener sind, weil der Mensch möchte wissen, wo steht er und was kann er für sich tun. Mhm. Und die Idee des Ausbildens ist durch diese Anfrage quasi aufgekommen. Und ich selber mache natürlich noch in der Salzburger Praxis Analysen, natürlich nach wie vor die Einzelanalysen, die möchte man nicht nehmen lassen, weil das ist ja mein Steckenpferd. Ich liebe ja diese Arbeit. Und vielleicht kriegen Sie noch den einen oder anderen guten Hinweis oder Intuition für irgendwas. Genau, und ich muss mich ja weiterentwickeln. Die Menschen bringen mir ja wieder neue Lebensmittel zu, die sie essen, oder neue Ansichten oder neue Entwicklungen ja praktisch. Und ich beobachte die Deutungszonen immer ständig weiter und das lehre ich dann schon wieder. Sehr schön. Ich sage an dieser Stelle ein herzliches Danke sehr, liebe Karin May, dass Sie den Weg nach Leipzig gefunden haben. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie auch mehr auf Ihre Füße achten, auf Ihre Ernährung, dass Sie Eigenverantwortung für sich selbst, für Ihre Gesundheit, aber auch für Ihr emotionales, Ihr seelisches Wohlbefinden nehmen. Und gerne schauen Sie immer wieder mal hinein bei unseren Welt im Wandel Videos und Produktionen und wie Sie Karin Meyer und ihre Vorträge, Seminare und so weiter erreichen können, finden Sie unten in dem eingeblendet auf der Webseite. Und da gibt es weitere Hinweise. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nochmal herzlichen Dank. Danke auch.